Und was lernt Yasan in der Kita? Yasan hat ein Lied gelernt. Nach einer Woche der Eingewöhnung im Kindergarten hat er es mir auswendig vorgesungen. Ich lobte und ermutigte ihn, dass er schon so viel kann. Jedes Kind ist anders. Jedes Kind kann etwas anderes besonders gut, hat in und außerhalb seiner Familie etwas anderes erlebt und hat seine ganz eigenen Vorlieben. In der Kindertageseinrichtung und der Kindertagespflege spielen und lernen alle Kinder gemeinsam. Kinder mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlicher Herkunft, Religion und Kultur. In der Kita treffen Kinder verschiedenen Alters aufeinander. Jungen und Mädchen, Kinder mit oder ohne Behinderung. Dort werden diese Unterschiede als Bereicherung angesehen und jedes Kind wird wertgeschätzt. Eltern, die irgendwelche Vorbehalte haben, dass die Vielfalt im Kindergarten zum Nachteil ihrer Kinder werden könnte, sollte wissen, dass das exakt eine große Chance für ihre Kinder ist. Denn die Kinder müssen auf eine Welt vorbereitet werden, die durch hohe Vielfalt geprägt ist. Im Kindergarten ist die Vielfalt die Normalität. Wir haben unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Religionen. Und wir betrachten das als eine Bereicherung. Beispielsweise ist die Musik ein wunderbarer Weg, um Kommunikation und Interaktion zwischen den Kindern zu pflegen, vor allem dann, wenn das Kind die Sprache nicht beherrscht. Musik kennt gar keine Sprache. Die Musik fließt einfach und die reißt einen mit. Mhm. Und durch das Zusammensein, das Singen und einfach ohne Hemmungen zu haben, so lernen wir uns kennen. Die machen wirklich alle sehr fröhlich mit und mit ganz viel Begeisterung. Die Kinder funktionieren auch ein bisschen anders, nicht wie wir Erwachsene. Also die haben einfach Freude und Spaß daran und die machen es einfach.